Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute habe ich, glaube ich, krasse News für euch am Start. Also ich denke mal, das ist was Neues. Ich denke mal, das könnte ganz heftig sein. Es sind News, ja, zu The Journey, und wir gehen einfach mal direkt rein. Also das hier ist ja wahrscheinlich die Freundin von Alex Hunter. Auf jeden Fall hat man diese Person in dem The Journey Trailer gesehen. Ja, viele denken eben, wie gesagt, das ist die Freundin von Alex Hunter. Und das wäre es jetzt erst noch mal zum ersten Bild. Dann gehen wir auch schon direkt zum zweiten. Und das ist ein weiteres Mal, ja, seine Freundin. Also sieht zumindest genauso aus eigentlich. Also es müsste, denke ich, dieselbe Person sein. Das heißt, diese Person kommt schon zweimal im Trailer vor. Und ich denke mal nicht, dass das so vielen aufgefallen ist, weil es immer nur so ganz, ganz kurze Frames sind, die da eingeblendet werden in den Trailern. Und deswegen habe ich das hier rausgepickt für euch. Und das ist eben wieder, wie gesagt, seine Freundin. Und dann gehen wir jetzt zum dritten Bild, und das ist das entscheidende Bild. Und das ist dieses hier. Das ist eine Fußballerin im The Journey Trailer. Die kommt ziemlich am Ende. Ihr könnt euch den Trailer auch nochmal anschauen. Die kommt wirklich im The Journey Trailer vor. Und das ist einfach nur krass. Wieso ist jetzt eine Frauenfußballerin im The Journey Hunter Returns Trailer drinnen? Das macht ja eigentlich absolut keinen Sinn. Aber das ist für mich ein klares Anzeichen, dass da Frauen in The Journey spielbar sein werden. Ja, in einer gewissen Art und Weise. Es ist ja auch in FIFA 18 dann neu, dass man auch andere Charaktere spielen kann. Das wurde bestätigt von EA. Und da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das jetzt die Freundin von Alex Hunter ist und dass man dann mit der Freundin vielleicht ein Spiel irgendwie spielen kann, dass die selber Fußballerin ist, zum Beispiel in irgendeinem WM-Finale oder so, oder irgendwie, keine Ahnung, mit der Frauennationalmannschaft, dass man da dann ein Spiel machen kann. Denn wie gesagt, andere Charaktere kann man spielen, wieso dann eigentlich nicht die Freundin von Alex Hunter? Und dieses Bild, das ist so interessant, denn wieso sollte einfach so ein Spiel einer Frauennationalmannschaft in The Journey drinnen sein, im Trailer von The Journey? Das würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn das nicht irgendwas zu tun haben würde, ja, mit dem Spiel an sich. Ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Also Frauenfußball wird vorkommen in The Journey, weil sonst wäre es, wie gesagt, nicht im Trailer drinnen. Ja, Freunde, das ist eigentlich auch schon die Info, die ich euch heute mitgeben wollte. Falls ihr mehr solche interessanten Sachen wissen wollt, falls ich irgendwas rausfinde, dann gebe ich es natürlich direkt weiter. Dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, und dann würde ich eigentlich sagen, war es das mit dem Video. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und ciao.